Ja, hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Oliver Schirmer hier und heute geht es um ein Thema, ja, wo man eigentlich nicht so gerne drüber spricht, was aber trotzdem ja vorkommt und was trotzdem vorkommen kann. Es geht darum, was du tun kannst, wenn dein Business stagniert, wenn du dich auf einem Plateau befindest oder ja deine Auftragszahlen auch etwas rückläufig sind. Und da möchte ich dir jetzt in diesem Video vier Tipps zugeben. Und du findest unterhalb des Videos, werde ich dir noch einen Blogartikel verlinken, wo ich ja auf die Tipps nochmal genauer eingehe und ja, wo du noch weitere Tipps zum Thema findest. Gut, lass uns loslegen. Tipp Nummer 1, starte mit dem, was da ist. Was meine ich da damit? Du hast sicherlich schon den einen oder anderen Kunden gewonnen, hast vielleicht schon hunderte Kunden und bei vielen Kunden warst du vielleicht schon lange nicht mehr, die haben schon lange nichts mehr von dir gehört. Und deshalb solltest du jetzt im ersten Step, und das ist immer das Wichtigste, wenn du aus einer Stagnation ausbrechen willst, wenn du aus einem Plateau raus willst, solltest du immer gucken, dass du so schnell wie möglich bei dir selbst Action machst. Ja? Es geht darum, dass du selbst erkennst, dass nur du alleine dich aus dieser Situation rausholst. Holen kannst und dementsprechend bist auch du derjenige, der oder diejenige, die ja in der Verantwortung steht und die im Prinzip quasi das Ruder rumreißen muss. Das heißt, Tipp Nummer 1, starte mit dem, was da ist. Schau dir an, wie viele Kunden hast du und dann terminiere diese Kunden. Mach einen Service-Call, mach einen Service-Termin bei den Kunden und dann kannst du unter Umständen vielleicht sogar neue Produkte verkaufen. Manche Kunden kennen vielleicht die neuen Produkte in deinem Unternehmen noch nicht oder du hast einfach ja, die Situation, dass ja vielleicht bei den Kunden die Kinder schon erwachsen geworden sind, mittlerweile ausgezogen sind und kannst dann dementsprechend dort neu ansetzen, kannst natürlich auch wieder neue Empfehlungen nehmen. Das heißt, du bist mit deinen Kunden im Gespräch und kannst die Gespräche dann zielführend dahin lenken, dass du von dieser Stelle dann aus weitermachen kannst. Ja, so, also wichtig, hol dir neue Empfehlungen bei bestehenden Kunden. Ja, zeige ihnen Produkte, die sie noch nicht haben. Bei uns im Energiemarkt ist das super einfach, da wir in einem Markt sind, ja, wo die Preise tendenziell steigen. Wir können immer wieder ein neues Angebot machen und wenn die Preise fallen, dann können wir natürlich dementsprechend wieder günstigere Konditionen anbieten. Und wie gesagt, vielleicht ist ja auch das ein oder andere Kind, ja, deiner Kunden bereits ausgezogen und braucht dementsprechend einen günstigeren Energievertrag. Dann Tipp Nummer 2. Das Gleiche machst du mit deinen Vertriebspartnern. Schau dir mal die Vertriebspartner an, die letzten Jahr 3 bis 6 Monate aktiv waren und vielleicht aktuell nicht aktiv sind. Ruf einfach mal an, versuche herauszufinden, was die Gründe sind. Frag nach den Zielen und wie du dabei helfen kannst, diese zu unterstützen. Wichtig ist, dass du ja deine Teampartner mit auf die Reise nimmst und dass ihr gemeinsam nochmal den Reset-Knopf drückt und quasi nochmal ganz von vorne anfangt. Also wirklich die Basisarbeit macht. Ja, einfach im Prinzip das Auftragsbuch erstellen, ja, die Namensliste neu erstellen, schauen, wen kann man denn kontaktieren, wer ist noch nicht aufs Geschäft angesprochen worden, dann loslegen. Dann drittens, mach was du noch nie gemacht hast, ja, mach was Neues und mach das Ganze vielleicht mal 90 Tage lang oder 30 Tage lang, dass du dir vielleicht vornimmst, jeden Tag ja ein neues Video zu produzieren für YouTube oder für TikTok oder ja, dass du anfängst, einen Blog zu schreiben, dass du täglich neue Blogartikel erstellst, ja, dass du einfach Action machst in deinem Geschäft und etwas tust, was du noch nie gemacht hast. Und dann, last but not least, Tipp Nummer 4. Mach mal 60 Minuten am Tag aktives Recruiting oder aktiv Akquisition, dass du jeden Tag für dich einfach beschließt, 60 Minuten ja in die aktive Akquisition zu gehen, ja Leute zu rekrutieren, neue Kunden zu finden und dann wirst du sehen, dann wirst du ruckzuck ja aus diesem Loch, sage ich mal, rauskommen. Wenn das Ganze für dich wichtig ist, ja, wenn diese Tipps für dich wichtig sind, dann findest du jetzt unterhalb des Videos einen Link, wo du ja weitere Informationen zu diesem Thema bekommst, wo du weitere Tipps bekommst und wo ich auf diese Punkte, die ich eben angesprochen habe, auch nochmal deutlich ja, tiefer einsteigen werde. Ich wünsche dir in diesem Sinne alles, alles Gute, maximalen Erfolg und ich freue mich, ja, wenn wir uns ja im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.